Alrighty, dann liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit der zweiten Analyse gegen Vergleich zu Server EU8. Und bevor wir uns das Ganze aber mal angucken, kleiner personelle Notiz, ja, oder kleine Randmerkung von mir. Auf meinem Char hier habe ich in der Lichtwelt den Steindroll mit einer Chance derzeit von knapp 1% über SF-Game-Tools. Und ich habe jetzt schon 700 Tries reingesteckt und den noch nicht besiegt. Also ne, theoretisch würde man denken, im Schnitt 100 Pilze. Ja, SF-Game-Tools ist richtig und wichtig, aber Shakes and Fidget ist und bleibt RNG-based. Das heißt, manchmal hat man einfach Scheiße am Pilz, ja. Das erste Video ist ja an sich gar nicht so schlecht angekommen, habe ich gesehen. Und jetzt wird es noch ein bisschen besser. Wir werden uns erstmal wieder den Elevator kurz angucken, aber dann mal in eine Tabelle gehen, die ich mir aufgerufen habe und die ich auch als Basis nehmen möchte zu den weiteren Gildenvergleichen. Also erstmal ist es so, dass auffällt, dass manche Spieler oder Gilden, die gestern, also zu Beginn von Tag 2 in der Top 25 im Elevator dabei sind, jetzt etwas runtergerutscht sind. Übrigens, kleine Notiz, Slammer-Legenden von El Chefe, im Moment Rang 34. Deshalb sind sie jetzt nicht im Detail dabei, aber hey, es ist noch nicht aller Tage Abend, hier kann noch alles passieren. Und manche Gilden sind reingekommen, die wir vorher gar nicht gelesen haben, wie Naneon zum Beispiel. The Brave, glaube ich, war nicht dabei oder die Reihenfolgen waren anders. Aber was auch auffällt, ist, dass im Prinzip gerade oben die Reihenfolge relativ identisch geblieben ist. Also diese Gilde kann ich nach wie vor nicht aussprechen. Wir sehen jetzt auch, dass es größere Abstände gibt. Ganz knapp ist es bei Ready for War und Rubikov im Moment im Kampf um Rang 6. Also die sind so ein bisschen für sich hier gerade. Und dann gibt es einen großen Abstand zur 5 auf die Himmelskrieger, die sind auch alleine stehend im Moment, Necropolis auf der 4 auch relativ allein stehend. Die haben aber noch die Lunde an Exiles hier dabei und ja, dann gibt es einen riesen Vorsprung, Nothing Else Matters auf der 2 und dann Freedom hat sich jetzt doch ein bisschen mehr herauskristallisiert im Elevator, dass das eben die Gilde ist, die hier abreißen möchte. Und das ist natürlich alles nur noch, ja, sag ich mal, Tag 2, jetzt Tag 3 mittlerweile hat begonnen, der eine oder andere Spieler hat schon ein bisschen was gemacht. Das heißt, der Elevator geht auch noch eine Weile, das ist noch nicht aussagekräftig fürs Ende, trotzdem ist es schon mal interessant und jetzt kommen wir halt zu dem Part, der jetzt noch relevant ist, denn ich wechsle jetzt einfach mal hier in eine Übersicht, die ich dann von unten immer so ein bisschen nach oben aufrollen werde und zwar habe ich jetzt mal anhand des Elevators die Top 25 Gilden genommen. Und habe mir die Werte einzeln aufgeschrieben. Wir haben also den Gildennamen, wir haben das Durchschnittslevel, wir haben die Ritterhallenpunkte, wir haben die Raids zum Zeitpunkt der Aufnahme und die Elevator-Platzierung. Und das Ganze oben steht in Alt. Das ist jetzt quasi die Basis der Statistik für weitere Videos. Denn daneben seht ihr, das Ganze habe ich das auch in Neu, in Neu, in Nee. Ich meine natürlich Neu. Und auch Elevator in Neu. Hier nochmal den Gildennamen, ob das Ganze hier gar nicht zentriert ist, keine Ahnung. Und dann hinten noch Progress und Hall of Night. Das heißt, im Prinzip werde ich also dann die Werte jetzt als alt nehmen und bei der neuen Aufnahme nach Tag 3 die Werte in Neu eintragen und werde hier dann Differenzen haben. Und anhand der Differenzen werde ich auf jeden Fall Gilden prämieren, die auch einen sehr starken Progress hatten. Das habe ich früher schon mal gemacht, das war immer ganz geil. Das wird dann so farblich markiert werden. Ihr seht es dann im nächsten Video, wenn ich dann die neuen Daten im Vergleich auch habe. Was aber trotzdem hier auch in der Reihenfolge schon mal klar ist, ist, dass nach Durchschnittslevel sortiert ist. Und die Gilden, die jetzt im Elevator Rang 25 sind, haben also ein Durchschnittslevel von 32 nach 2 Tagen gehabt. Und es gab eigentlich kaum Gilden, die mir aufgefallen sind, die ein höheres Level hatten, die jetzt nicht im Elevator dabei sind, in den Top 25. Also es geht schon ein bisschen einher. Naneon und Blue Ocean mit 32er Durchschnittslevel. Bei Blue Ocean fällt auf, die Ritterhalle mit Abstand die schlechteste. Da habe ich aber auch hinten eine kleine Notiz, die waren zum Zeitpunkt der Aufnahme nur 49 Leute, also
Da kommt Tennis ja noch was dazu, trotzdem der Abstand sehr groß. Da erwarte ich natürlich, wenn sie jetzt in der Top 25 drin bleiben, dass auch diese Werte sich steigen. Ja, also viele haben eigentlich über 200, zum Beispiel Arani Lege gleich auch 200, die sind 21. am Helvetia. Dothraki vom Durchschnittslevel von der Ritterhalle eben fast Top 20, aber im Helvetia nur 24. Bader El-Toils zum Beispiel aber fällt auch sehr positiv auf. Gleiches Durchschnittslevel, Ritterhalle ähnlich wie viele andere Gilden hier unten, aber die sind 14. im Helvetia, Stand jetzt. Also, die sind eigentlich besser im Helvetia platziert als überhaupt in der im Durchschnittslevel. Und das ist dann halt interessant, wenn alle Gilden irgendwann mal 50 Raids haben und die Gilden dann auch gegeneinander fighten, ob dann so eine Gilde trotz schlechterer Werte dann auch weiter oben in der Gilden-Ehrenhalle ist. Also das ist halt auch ganz interessant. Dann haben wir The Brave dabei, eben knapp Top 20 gehen, Sensitive Resort, Top 20 vom Level her, auch von der Ritterhalle, aber eben eigentlich nicht vom Helvetia. Budget Brew Mage ist dann eigentlich roundabout 18. Das passt ganz gut. Tablova, Patrola hat eine relativ gute Ritterhalle hier schon, sind 16. im Helvetia, 17. hier bei mir in der Liste. Dungeon Hunters eigentlich von den Werten her schlechter, sind aber im Helvetia weiter oben. Und Emerito Passiano zum Beispiel hat eben deutlich besseres Durchschnittslevel, hat eine bessere Ritterhalle, aber sind nur im Verhältnis 19. derzeit im Helvetia. Also das ist halt dann so ein bisschen der Gegenpart zu Bader El-Toils, ja. Aber auch an der Stelle sei nochmal gesagt, es ist nur eine Bestandsaufnahme. Es kann auch sein, dass manche Spieler, als ich die Daten aufgenommen habe, schon gespielt haben im Helvetia, speziell von der Gilde. Bei anderen nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen, weil ich ja alles per Hand eingebe. Also das nimmt dann auch 10 bis 20 Minuten dann einfach mal in Anspruch. Religions, ganz gut mit dabei. Shadow Syndicate auch, die haben auch dann auf viele Spieler, die dann auch mal ein höheres Level haben oben, also 60 plus sind die Top-Spieler aus den Gilden. Requiem Arthanam, die waren auch schon knapp in der Top 10. Nachtrag 1 sind 12. im Helvetia, auch bei mir im Durchschnittslevel hier, und Ritterhalle 12. Halmein auch noch dabei, und dann kommen schon eben diese Ponika-Gilde, die Überdurchschnittslevel 40 ist, also die erste Gilde. Auf Rang 10, die sind 9. am Helvetia und die haben auch 360 Ritterhallenpunkte. Also das ist natürlich schon recht stark, wenn man bedenkt, dass, wie gesagt, wenn 50 Leute sich das Festungspaket kaufen, kommen sie im Prinzip auf eine Ritterhalle von 6, indem man einfach nur alles skippt mit den Ressourcen. Ja. Das ist kein Problem. Wenn dann zum Beispiel die Festung auf 7 geht und die Ritterhalle auf 7, dann sind sogar bei 50 Leuten 350 Punkte, die möglich sind. Aber das machen die meisten Gilden nicht. Die meisten Gilden gehen eher auf eine höhere Festung und ziehen dann die Ritterhalle nach. Trotzdem 316 ist natürlich für die Steine, für die Gilde auch sehr gut. Dann Stammtisch mit gleichem Level, schlechterer Ritterhalle, sind aber im Helvetia auch, also eigentlich müsste ich die beiden hier, das muss ich nochmal irgendwie ändern, dass dann sortiert wird auch nach, also, oder ich muss es manuell machen, nach Ritterhalle. Die kämpfen also sehr, sehr, sehr knapp derzeit. Antaiko dann weiter oben mit 43 Durchschnittslevel, 317 Ritterhallenpunkte, das ist dann alles sehr knapp. Ja, Hubikov ähnlich, sind im Helvetia aber weiter oben und eben auch ein Raid schon gemacht. Also die anderen Gilden hatten tatsächlich noch keinen Raid finalisiert. Das sind natürlich pro Raid 2% mehr Boni, die auf der Liste erstmal dastehen, aber Antaiko und auch die anderen Gilden können ja noch nachziehen. Also das heißt, wenn es jetzt am Tag 3 erst erledigt wird, der Raid, dann haben sie keine Nachteile. Wenn sie natürlich einen Tag später den Raid erst machen, dann haben sie einen Tag weniger Boni gehabt, ja. Himmelskrieger eben auch oben mit dabei, Rang 5 im Helvetia, Ready for War im Durchschnittslevel und Ritterhalle ein bisschen besser, waren aber hinten dran, haben wir ja gesehen, war sehr knapp. Dann Necropolis eben auf der 4 im Helvetia, schnuppert an Exiles auch vom Durchschnittslevel her. Exiles hatte auch noch keinen Raid, das ist auch vielleicht ein kleiner Nachteil für Exiles. Und dann eben Nothing erstmal das ganz klar auf der 2, im Moment noch die höchste Ritterhalle und Freedom auf der 1.